Mein Name ist Jens Munser, ich bin vom Beruf Helmdesigner und lackiere und designe für zurzeit 6 Formel-1-Fahrer die Helme. Insgesamt haben wir seit 1999 50 Formel-1-Fahrer betreut, darunter auch Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Rosberg. Und da haben wir einige unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Helme erlebt, was den Job auch sehr abwechslungsreich macht. Wir sind in dieser ganzen Kette an Freigaben, an Designbesprechungen, wenn unsere Designs abgenickt werden müssen, die darunter leiden müssen, wenn es eine Verzögerung gab. Und wenn wir den Helm nicht pünktlich abliefern würden, sind wir auch die die Kritik einfangen, wenn es heißt, wo ist denn der Helm? Das heißt, wir müssen manchmal schon ganz schön kämpfen, dass das alles pünktlich zusammen ist. Aber mittlerweile haben wir genau dadurch auch einen guten Ruf erreicht, dass die Leute sich darauf verlassen können. Es gibt doch oft mal Botschaften an die Fans, Dankeschön ans Team und sowas. Und da ist schon wichtig, dass wir die richtigen Ideen dann auch liefern, wenn es darum geht, eine Message nach außen zu tragen. Der Helm ist Freiheit noch. Und das lieben die Fahrer halt. Sie können, wenn sie wollen, den Helm komplett ändern. Solange die Logos draufbleiben, ist alles egal. Also die Arbeitsschritte einer Lackierung sind eigentlich, dass wir die Grafik am Rechner als Seitenansicht soweit entwerfen, bis der Kunde zufrieden ist. Dann werden diese ganzen Daten daraus, das heißt die Linien und alles wird ausgegeben, damit wir damit im Grunde die Lackierung einfacher machen können. Das heißt, wir nehmen diese ganzen Linienlogos aus dieser Datei raus und benutzen das wiederum als Schablone zum Maskieren auf dem Helm. Da ist natürlich Kreativität gefragt, dass eine Seitenansicht auch ringsrum gut aussieht. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil dann laufen hinten Zacken zusammen, die man vielleicht so nicht gedacht hätte. Und das ist auch für uns immer noch Überraschung. Und da ist natürlich wichtig, dass der Designer, der das macht, eigentlich das richtige Händchen hat. Der gesamte Prozess einer Lackierung schätze ich mal auf 3 Tage. Wir haben natürlich zwischendurch noch Trocknungszeiten. Das heißt, der Designprozess ist circa einen Arbeitstag und dann nochmal 2 Tage die reine Lackierung. Im Jahr machen wir ungefähr 600 Helme. Da sind aber viele dabei, die zum Beispiel die Helme der Mechaniker für die Teams, das sind dann teilweise 60 Stück, die das gleiche Design haben, die sind natürlich lange nicht so aufwendig wie individuelle Helme. Also der für mich aufwendigste oder spektakulärste Helm war ganz klar Sebastian Vettels Singapur 2012 Helm. Dann haben wir gesagt, so, jetzt muss der Helm auch noch blinken. Und dann haben wir dann wirklich Leuchtdioden eingebaut. Das waren ganz flache LEDs, die konnte man aufkleben. Die haben wir dann mit einem Silberleitlack verbunden und mit einer kleinen Elektronik zum Blinken gebracht. Die Elektronik stammte auch noch aus einem Flummi, den ich meinen Kindern weggenommen habe. Am Ende war ich ganz froh, dass alles funktioniert hat und er hat mit dem Helm auch noch gewonnen. Das war natürlich super und das ist auch für viele, glaube ich, so der originellste Helm gewesen, den die Formel 1 in den letzten Jahren so gezeigt hat. Die Lacke, die wir verwenden, sind größtenteils eigentlich modifizierte Acryl-Auto-Lacke. Das heißt, die Basis ist immer das gleiche. Wir arbeiten eigentlich mit dem konventionellen noch, mit den Solventlacken, weil Wasserlacke sind schwer einsetzbar für uns bei unseren Trocknungszeiten und alles. Und im Grunde haben wir die Basislacke verfeinert durch bestimmte Pigmentanreicherungen, damit die leichter werden. Wir haben überall spezielle Glitzer oder Flake-Teilchen, die kommen teilweise aus dem Dekobedarf. Wir haben eigentlich überall so einen Baukasten uns so zurechtgebaut, wo wir alles zusammenkippen und gucken, ob es geht oder nicht. Also bei uns wird fast durchgängig die SATA Mini-Jet verwendet. Eigentlich seitdem ich begonnen habe, habe ich nie eine andere Pistole gehabt. Wir haben Airbrush-Pistolen und wir haben für die normalen Flächen und für den Klarlack die Mini-Jet-Serie. Und da sind die SATAs für uns eigentlich recht zäh, dass das Spritzbild auch nach viel Arbeitsgängen und viel Benutzung durch immer verschiedene Leute immer noch perfekt ist. Was man wirklich nur mit viel Erfahrung hinbekommt, sind saubere Farbverläufe. Das ist also das Wichtigste, was man beim Lackieren sich auch nicht irgendwie mal eben so aneignen kann, aber das muss man wirklich immer wieder probieren, üben, dass man einen Verlauf wirklich so macht, dass man nicht erkennen kann, wo endet eine Farbe, wo beginnt die nächste. Und dabei hilft uns natürlich auch die SATA mit der schnellen Umstellmöglichkeit von Punkt auf Fächerstrahl, ist dafür einfach super geeignet. Also an SATA schätze ich eigentlich neben der Qualität halt auch, dass die Ersatzteilversorgung super funktioniert, dass wir eigentlich immer einen Partner haben, wenn wir Fragen haben. Da gab es bisher noch nie Probleme und das ist für uns eigentlich einfach, dass wir uns darauf verlassen können.